Hallo Leute, schön, dass ihr alle zuschaut. Ich hoffe, euch geht's gut. In Popkultur geht es ständig um Drogen. Wann es ein Skandal ist und wann nicht, wirkt dabei oft ziemlich willkürlich, ist es aber nicht. Ich möchte mit euch heute anschauen, warum das so ist. Außerdem möchte ich mit euch zusammen die Frage stellen, wann und wie wir moralische Ansprüche an Popkultur stellen dürfen, müssen, sollen. Mein Name ist Friedel Achten. Ich bin freier Musikjournalist beim Bayerischen Rundfunk bei PULS und ehemaliger Schlagzeuger der Münchner Elektropop-Band Claire. Und ja, ich darf bei der TinCon sprechen, beim CO Pop Festival, und ich freue mich extrem darüber, neben so vielen tollen SprecherInnen, KünstlerInnen und Bands zu stehen auf diesem Programmzettel. Es ehrt mich total. Und bevor ich diesen Talk anfange, möchte ich noch sagen, diesen Talk hat auch mitgeschrieben mein Kumpel und Kollege Stefan Sommer. Es ist genauso sein Inhalt wie meiner. Stefan Sommer schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, arbeitet für den Bayerischen Rundfunk und hat letztens auch den International Music Journalism Award für seinen großartigen Beitrag über den rechten Rapper Chris Ares verliehen bekommen. Ja, vielen Dank dafür. Außerdem möchte ich der Person hinter der Kamera danken, mein langjähriger Freund Amedeo Gonella, der ganz kurzfristig eingesprungen ist, um das hier alles aufzuzeichnen. Denn gegeben der aktuellen Situation kann ich leider gerade nicht in Köln sein und es live aufzeichnen, sondern muss es vorproduzieren. Entschuldigt mich, ich hätte es wahnsinnig gerne gemacht, aber gerade ist es einfach zu gefährlich. Außerdem vorweg, wenn ich über Popkultur spreche, dann rede ich nur über den musikalischen Aspekt von Popkultur und ihre Akteure und Bewegungen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier noch zum Beispiel über Film und Kunst reden würde, würde das komplett diesen ganzen Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir fangen an mit von Kokain zu Tilidin, Popkultur und ihre Drogen. Wenn etwas in unserem Alltag und in unserem Medienkonsum angekommen ist, dann gibt es darüber Clickbait-Listicles. Hier mal ein kleiner Überblick über meine absoluten Lieblings-Bait-Headlines. Das Face Mag mit Das sind die besten 15 Techno-Drogensongs. Das Face Mag kann auch sogar konkreter. Hier ein nettes Listicle über die 10 besten Techno-Songs über Ecstasy. High Snobiety mit Rap-Songs about Weed. Geil auch von What Culture, 10 Most Drug-Fueled Rockstars in Music History. Manchmal wird es auch sogar regelrecht abgefeiert. Pigeons and Planes mit The 35 Best Songs About Drugs. Ich könnte euch jetzt noch wahnsinnig viel solcher Listicles und Best-of-Compilations zeigen. Ja, gibt einfach wahnsinnig viel davon. Bei der Recherche überkam ich dann ein gewisses Gefühl. Es gibt Unterschiede. Es gibt Songs über Drogen, die werden total abgefeiert, und es gibt Songs über Drogen, die werden eher geächtet. Es gibt Songs über Drogen, die werden mega abgekultet, und Songs über Drogen, die werden in eine schmuddelige Ecke gestellt. Hier mal ein schnelles Beispiel. Zuerst Eric Clapton mit seinem Song Cocaine. Ein mega berühmter Song. Zum ersten Mal habe ich den gehört 2005 bei dem Film Lord of War. Habe ihn sofort in meine Playlist getan. Ist ein absoluter Klassiker. In Deutschland kam 2016 aber auch ein Song über Kokain raus, nämlich der hier. Miami, Austin, du Bitch, ich bleib skrupellos, genau wie Locke der Boss. Rheinische Straße bis tief in die Nacht, von Junkies die Schuhe gekocht. Kokaina, Kokaina. Mit knapp 10 Millionen Aufrufen auf YouTube innerhalb eines Monats wurde Kokaina 2016 zum erfolgreichsten deutschsprachigen Video auf YouTube. Im Januar 2018 hatte Kokaina über 100 Millionen Views. Total krass. Sehr erfolgreich auch der Song, aber ich habe das Gefühl, die Wahrnehmung ist eine total andere im Gegensatz zu Eric Claptons Cocaine. Auch in Interviews habe ich das Gefühl, dass es eine andere Wahrnehmung gibt. Manche Songs und manche Drogen werden abgekultet, manche nicht. Schauen wir uns doch zuerst mal ein Interview an von Jimi Hendrix. Do you ever feel you're being totally out of your body? Actually going somewhere and not taking your body with it? Outer space? You've been? Yeah. Where do you go when you go? I don't know that. It seems like it's this little cinder in space that's just rotating, constantly rotating. And there's these souls on it. And like you're sitting there like as cattle at a... Er wird gefragt, ob er jemals diese Momente hat, wo er sich so fühlt, als würde er außerhalb seines Körpers schweben, irgendwo im All. Und dabei noch eine wirklich wunderschöne Sonnenuntergang-Inszenierung. Ich krieg bei dem Video, um ehrlich zu sein, ganz schön gute Vibes. Und richtig negative Vibes bekomme ich bei dieser Reportage hier. Sven Veth hatte auch eine Zeit, in der er sich mit Kokain und anderen Drogen auseinandergesetzt hat. Termindruck, Partystress, körperliche Überforderung,
Da schien Koks ein natürliches Accessoire zu sein. Naja, ich meine, wie das halt ist so nachts, gell? Die Nacht. Magic. Naja, da kommt man halt mal in Versuchung und dann macht man das halt mal. Und irgendwie macht man es dann halt immer wieder mal. Und dann ertappst du dich halt dabei, dass du es immer wieder machst. Und irgendwann denkst du, warum mach ich das eigentlich? Sven fehlt vor grauen, kahlen Bäumen, der Interviewort ein leerer, verlassener, trostloser Spielplatz. Man merkt, die Stimmung ist ganz anders. Man merkt auch, dass das hier einfach ganz anders inszeniert ist. Die letzte große Debatte über Drogen in der Musik hat aber dieser Beitrag ausgelöst. Deutschrap feiert Tilidin. Gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen. Und die Dealer machen Cash. Ich hab Hunger, ich will alles, was jeder andere verfickte Wichser hat. Die Kollegen von STRG F haben einen wahnsinnig interessanten Beitrag über das Opioid Tilidin gemacht. Im Mittelpunkt der Doku Capital Bra. Und wenn man dem Dealer aus der STRG F Doku glauben mag, ist Capital Bra und sein Song Tilidin dafür mitverantwortlich, dass die Nachfrage nach Tilidin in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Capital Bra gab daraufhin ein wirklich sehr, sehr emotionales Interview. Das ist doch der größte Quatsch, Bruder. Auf jeden Fall kommt ihr nicht näher mit Tilidin und den Künstlern. Oder wie, so. Dieses Gefühl, Bruder, jetzt ist auch nicht so. Ist auf jeden Fall nichts Cooles. Macht's auf jeden Fall nicht. Wir haben ja jetzt bereits gesehen, wie oft Drogen in Texten oder Musik verarbeitet werden. Aber ich möchte jetzt nochmal ein bisschen genauer und tiefer in die Sache reingehen. Deswegen schauen wir uns verschiedene Genres an. Fangen wir doch mal an mit einem absolut, meiner Meinung nach, offensichtlichen Genre, Rock. Da steckt's ja schon, da steckt unser Thema ja schon in der Grundphilosophie. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Rock befasst sich so oft mit diesem Thema, dass ich euch jetzt mal hier einen klitzekleinen Cut-Up vorbereitet habe von Songs, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen. Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight. Über Drogen und Referenzen waren vor allem in den 60ern und 70ern sehr beliebt. Viele Künstler haben Songs über bewusstseinserweiternde Drogen geschrieben. Es ging dabei vor allem darum, den menschlichen Geist zu erweitern. Und die Substanzen, über die am meisten gesungen wurde, waren Heroin, LSD, Ecstasy, Kokain und Cannabis. Schauen wir uns doch jetzt mal den Pop an. Das Feld ist hier so ein bisschen querbeet. Gefühlt wurde über jede Droge schon ein großer Popsong geschrieben, aber es gibt meiner Meinung nach eine Droge, die so ein bisschen die Pop-Pole-Position hält, nämlich Kokain. Und einer hat in den letzten Jahren sehr oft sehr gute Songs über Kokain geschrieben, nämlich The Weeknd. Bei Lana Del Rey zum Beispiel geht's vor allem ums Highsein. Aber auch Pillen sind inzwischen ein Riesenthema. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. Oh, it was something to do. Aber es gibt natürlich auch Songs, die dem Thema kritisch gegenüberstehen. Zum Beispiel Amy Winehouse mit Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Kommen wir mal zu einem Genre, was für mein Gefühl sehr eng mit Drogen verwoben ist, nämlich Techno. Und seit den 1990er Jahren steht hier eine Droge im Mittelpunkt, nämlich Ecstasy. Ein sehr beliebtes Aufputschmittel, was den Bewegungsdrang erhöht, die Energie erhöht, es unterdrückt Hunger und Durst, sogar Schmerzen. Und die Wirkung kann bis zu 5 Stunden dauern und mit einer Pille kann man eigentlich eine ganze Nacht lang Party machen. Ich meine, im Techno wird jetzt nicht so krass über Drogen gesungen, aber sind wir mal ehrlich, die Musik spricht für sich und hier mal 3 Titel, wo der Name Ecstasy allein schon, ja, im Titel steht. Ecstasy.
zu Hip-Hop. Hier war für viele Jahre die Nummer 1 Droge Gras. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Shut your lips up. I get so high. Smoke cheaper, cheaper, smoke cheaper, cheaper. Yeah, sky. You're so high that I can kiss the sky. Das ist natürlich nicht nur ein amerikanisches Phänomen, auch in Deutschland ist es sehr ähnlich und auch hier war Weed ganz lange die Nummer 1. Ihr könnt euch denken, wo ich bin, wenn ihr mich sucht. Hier macht alles einen Sinn, hier geht's mir gut. Ich bin den ganzen Tag im Bonzimmer. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Klar, Gras ist schon immer noch die Nummer 1, aber es kamen auch neue Substanzen dazu, wie zum Beispiel Lean. Put up, put up, put up. Codeine crazy, codeine crazy, codeine crazy, codeine crazy, codeine crazy. Aber neben Gras und Lean sind in den letzten Jahren auch Pillen ziemlich groß geworden im Rap. Die wahrscheinlich bekannteste Pille, Xanax, kennen, denke ich, viele von euch. Xanax ist hier aber nur der Markenname. Der Arzneistoff heißt Alprazolam und gehört zur Gruppe der Benzodiazepine, aka Benzos. Eigentlich ein Mittel für die kurzfristige Behandlung von Angst- und Panikattacken. Ziemlich krasses Zeug, aber Drake, einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Künstler unserer Zeit, hat auch schon darüber gerappt. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light, like a light, like a light. Nachdem wir jetzt über die klassischen Genre Rock, Pop und Rap geredet haben, möchte ich mal zu Genre kommen, die euch eventuell überraschen könnten. Denn auch die klassische Musik hat ein weit verbreitetes Drogenproblem. Der deutsche Komponist Robert Schumann hatte anscheinend ein wahnsinniges Alkoholproblem. Es ging sogar so weit, dass er nur unter Alkoholeinfluss kreativ sein konnte. Johannes Brahms hat auch gern mal einen über den Durst getrunken. Und jetzt kommen wir zu einem Fakt, den ich total krass finde. Um die 30% aller Mitglieder amerikanischer Orchester nehmen Beta-Blocker. Also die Klassik hat auch ein Drogenproblem, es redet nur keiner darüber. Wo auch nicht über Drogen geredet wird, ist in der Volksmusik. Kokain im Musikantenstadel. Wer hat da durch die Nase gejodelt? Da habe ich jetzt noch eine wilde Geschichte für euch. Das oberösterreichische Volksmusikduo Die Geuserer wurde verhaftet wegen Besitz von Rauschmitteln, nämlich 50 Gramm Heroin und 27 Gramm Kokain, also ganz schön ordentliche Menge. Und ihr seht, ich könnte jetzt wahrscheinlich über jedes Genre irgendeinen Drogenskandal rausholen oder Songs über Drogen, Songtexte über Drogen. Ich will damit nur zeigen, Musik und Drogen gehen einfach Hand in Hand. Gerade haben wir gesehen, wie sehr Musik und Drogen zusammengehören, aber es wird leider noch krasser. Auch Musik und Drogentote gehören zusammen. Hier mal ein paar Namen von KünstlerInnen, deren Tod irgendwie mit Drogen zusammenhängt. Jim Morrison, Whitney Houston, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Lil Peep, Juice WRLD, Mac Miller, die Liste, die würde noch lange gehen. Dann gibt es ja noch den Mythos des Club 27, also KünstlerInnen, die mit 27 Jahren tragischerweise verstorben sind. Paar auch von den eben gerade genannten sind da dabei. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Janis Joplin und auch Kurt Cobain. Die Idee des Club 27 formte sich erstmal so richtig nach dem Suizid von Kurt Cobain in 1994. Man kann heute immer noch nicht so richtig genau sagen, wieso zu diesem Zeitpunkt, aber Musikexperte und Jimi Hendrix-Biograf Charles R. vermutet, dass es mit der aufsteigenden Popularität von Zeitschriften und dem Fernsehen zu tun hat und mit dem damals aufkommenden Internet. Außerdem hat Kurt Cobains Mutter nach seinem Suizid in einem Interview erzählt, dass sie ihrem Sohn, als er noch lebte, gesagt hat, er soll nicht diesem verdammten Club beitreten. Aber dabei bleibt es leider nicht. Es gibt inzwischen auch einen neuen, sehr tragischen Club, nämlich den Club 21. Mit dabei unter anderem Lil Peep, Juice WRLD, Lexi Ali J. Und da wird's jetzt interessant. Mein Kollege Stefan kam dann auf eine sehr interessante Idee, nämlich lass uns doch die Nachrufe zu KünstlerInnen des Club 27 mit den KünstlerInnen des Club 21 vergleichen. Und das haben wir dann gemacht mit Janis Joplin und Juice WRLD. Und vorweg möchte ich noch eins sagen, es ist mir ganz wichtig, ich habe überhaupt keinen Bock auf Argumente wie Janis Joplins Musik ist künstlerisch viel wertvoller und ist irgendwie, hat die Welt nachhaltig geprägt. Beide Künstler haben in ihrer Zeit, in ihrer Schaffenszeit wahnsinnig viele Leute bewegt und waren unfassbar wertvoll für ihre Fans. Ich habe keinen Bock hier zwischen besser oder schlechter zu argumentieren.
Schauen wir uns doch mal einen Nachruf zu Janis Joplin vom Deutschlandfunk an. Selbsterforschung, freier Sex, Anti-Establishment und viel Musik als Ekstase. Eine neue Droge, LSD, schickt Amerikas Jugend auf den Trip. Die emotional aufgeladene Stimme von Janis ist unüberhörbar. Oder ein Artikel des Berliner Kuriers. Janis Joplin hat sich nie ausgeruht, schreibt ihre Biografin Holly George Warren in einer voriges Jahr erschienenen, hochgelobten Lebensschilderung der US-Amerikanerin. Sie umarmte das Leben mit einer freudigen Wildheit und konnte doch nie einer fundamentalen Dunkelheit entfliehen, die auf Einsamkeit zurückging. Liest man einige, nicht alle Nachrufe auf Juice WRLD, dann klingt es nicht nach Rock'n'Roll und zu früh von uns gegangen. Laut dem US-Promi-Portal TMZ soll es nach Ankunft des Privatjets, in dem Juice WRLD mit seiner Entourage saß, am Flughafen eine Polizeikontrolle gegeben haben. Dabei sollen die Beamten 31 Kilo Marihuana sowie mehrere Flaschen verschreibungspflichtigen Hustensafts sichergestellt haben. Auch drei Waffen und Munition sollen an Bord gefunden worden sein. So liest sich zum Beispiel ein Ausschnitt aus einer NTV-Meldung. Die Beamten haben laut Chicago Tribune den Rapper mit dem bürgerlichen Namen Gerard Higgins am Flughafen erwartet. In seinen Koffern fanden sie demnach Drogen, Waffen und Munition. Im Gegensatz zu Joplins Nachrufen werden bei Juice WRLD die kriminellen Umstände betont. Nichts von Legende und zu früh von uns gegangen. Ja, manche Artikel thematisieren seine Depression, aber nie die Möglichkeit eines Suizids. Kann es sein, dass sie ihn einfach nicht kennen oder ihm diese künstlerischen Regungen und Gefühle nicht zutrauen? Ich glaube leider ja, denn es gibt von Juice WRLD auch solche Videos. Y'all help me through the shit I go through. I deal with anxiety and depression and all that shit. Just cause you got money don't mean that shit don't solve nothing. Als wir die Nachrufe von Joplin und Juice WRLD verglichen haben, kamen wir zu einem Fazit. Es gibt oft zwei verschiedene Arten, wie Medienhäuser und JournalistInnen über Drogen in der Musik berichten. Wichtig ist, es gilt nicht für alle Medienhäuser. An manchen Orten läuft das auch schon ganz gut. Aber ich möchte jetzt in diesen Aspekt jetzt nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Wir vergleichen jetzt Berichte über RockkünstlerInnen mit Berichten über RapkünstlerInnen. Und hier ist mal ein Ausschnitt aus einem großen Artikel im Tagesspiegel. Die Verbindung aus Drogen und psychedelischer Rockmusik soll eine ästhetisch-erotische Dimension eröffnen. Als Gegenstück zur kalten Rationalität des Alltags. Das sinnliche, spielerische Element des menschlichen Daseins betonen. Ein psychotropes Aufbegehren gegen das Korsett aus Fabrikdisziplin und die Anforderungen der Lohnarbeit. Wow, was für eine wunderschöne Beschreibung. Das Lustige daran ist, im selben Artikel geht der Tagesspiegel auch nochmal auf den Drogenkonsum von RapperInnen ein, am Beispiel von Cloudrap. Cloudrap. Zwischen ätherischen Synthesizer-Sounds und Autotune-Gesang ist viel Raum für die Verherrlichung verschreibungspflichtiger Medikamente. Vor allem der Angstlöser Xanax oder das sogenannte Lean, ein Mix aus Limonade und kodeinhaltigem Hustensaft, genießen große Popularität. Die geleilten oder genuschelten Nonsens-Lyrics können auch als Inszenierung einer offen zur Schau gestellten Kapitulation vor gesellschaftlichen Anforderungen mittels Gefühlsnarkose gedeutet werden. Eine in Watte gepackte Illusion, wenigstens im Rausch dem Druck gewachsen zu sein. Meine Gefühle, nachdem ich viele dieser Artikel, nicht nur die gerade eben zitierten, gelesen habe, war folgendes. Die einen nehmen Drogen, um empfänglicher zu sein, für die Muse, für die Kunst, für das Göttliche in ihnen. Drogen sind Mittel zu einem höheren Zweck. Sie sind bewusstseinserweiternd, wie man 68 so schön und gerne sagt. Sofort die erste Assoziation. Freie Liebe, Woodstock, Peace and Love, Blumenkinder und große Trips. In diesem Narrativ öffnen Drogen den Geist der großen Denker, oft heterosexuelle weiße Männer, und bringen die großartigsten Kunstwerke hervor. Es sind Künstler, Intellektuelle, die sich auf die große Reise ins Innere begeben, um die große Kunst zu finden. Aber nicht nur für sich, sie lehnen sich auf gegen die spießige Nachkriegsgesellschaft, jeder Joint ein Schlag ins Gesicht eines Altnazis, jede Pille ein Affront gegen den Klassenfeind. So ist der Rockstar-Mythos. Die anderen hingegen nehmen Partydrogen. Sind süchtig, sind Kriminelle, versuchen unsere Kinder zu Frauenhass und Gewaltfantasien zu verführen und tragen dabei weite Hosen. Hier hat Drogenkonsum was Schmuddeliges, was Asoziales und es gibt sofort so einen Spiegel-TV-Brennpunkt-Reportagen-Vibe. Es geht um Party, Provokation, Sucht, um Kiffer und Druffis, irgendwie auch um Luschis, die mit der harten Welt irgendwie nicht klarkommen. Und es gibt hier keine tieferen Bedeutung für den Drogenkonsum dieser Menschen.
so oft ein Schmuddelnarrativ, was nichts mit 68er, Hippie-Culture oder überhaupt Rockmusik zu tun hat. Das ist ganz oft das Narrativ für RapperInnen. Im anschließenden Teil möchte ich euch diese zwei Narrative genauer vorstellen. Der Rockstar, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und der Fucked-Up-Druffi-Rapper. Zuerst die glorifizierende, heroische Rockstar-Darstellung. Der leidende, sensible Künstler, die Mystifizierung ihres Todes, ihres Konsums, Bewusstseinserweiterung. Das alles kann man zusammenfassen unter dem Slogan Sex, Drugs and Rock'n'Roll, den schon jeder Sparkassenvorstand im Rotkäppchen-Suff über die Weihnachtsfeier gebrüllt hat. Zurück geht dieser Slogan auf den 1977 erschienenen Song von Ian Dury. Sex and Drugs and Rock'n'Roll is all my brain and body need. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Entscheidend ist da die Textzeile Sex and Drugs and Rock'n'Roll is all my brain, my body needs. Sex and Drugs and Rock'n'Roll is very good indeed. Auch ein bisschen platt. Aber man muss sich mal vorstellen, was würde passieren, wenn Capital Bra diese Zeilen rappen würde. Ich glaube, Mediendeutschland wäre schon aufgebracht. Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist aber heute komplett in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt Tassen, Schlüsselanhänger, Socken, Unterhosen, T-Shirts, Pullis, Handyhüllen und so weiter und so fort. Man bekommt häufig das Gefühl, dass der Lifestyle von Hendrix, Joplin und Co. akzeptiert und romantisiert wird. Rebellion, freie Liebe, all das schwingt mit, wenn man über die Drogenabhängigkeit dieser Künstler redet. Damit verharmlost man aber den Konsum von harten Drogen und macht diese KünstlerInnen zu Vorbildern. Ich finde das gefährlich, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bediene mich auch immer wieder mal diesem Narrativ und feiere das ab, ohne wirklich darüber nachzudenken. Die Romantisierung dieses Mythos kann man auch ganz gut an Fotos sehen, die Artikel von heute von diesen zweifelsohne großartigen Künstlern, aber auch tragischen Figuren verwenden. Eine große Tageszeitung hat sich zum 50. Todestag von Jimi Hendrix dazu entschieden, diese drei Fotos in den Artikel zu packen. Man bekommt hier echt nicht das Gefühl, dass dieser Mensch an einer Überdosis gestorben ist und einfach große Probleme hatte. Sieht man sich die Fotos und Überschriften an, die in Artikeln großer Medien für den Drogenkonsum von RapperInnen verwendet werden, sieht man ganz schnell, nicht bei allen, aber bei vielen, dass hier was ganz, ganz anders läuft. Hier werden keine Helden dargestellt, sondern Clowns mit großen Pupillen, Badelatschen am Ohr und einer Skibrille auf. Manchmal könnte man meinen, dass es darum geht, RapperInnen in Bild und Schrift zu kriminalisieren. Die wütenden Posen, die Outfits, das Alberne und das für den Durchschnittsleser als asozial konnotierte Junkie-Verhalten hat mit der Darstellung der 68er-Helden überhaupt nichts zu tun. Auch wenn alle Drogen nehmen und alle Drogen glorifizieren, obwohl Bones MC wie Jimi Hendrix, vielleicht der eine ein bisschen offensichtlicher als der andere, im Endeffekt beide Drogen glorifizieren, werden sie trotzdem unterschiedlich geframed. Manchmal befasst sich die Berichterstattung auch mit ganz anderen Themen. Zum Beispiel mit der kriminellen Seite des Konsums, die Gefahr für die Fans, auch oft mit einem total medizinischen Aspekt. Ich finde, das sieht man ganz gut in Artikeln über den Hustensaft im Deutschrap. Schaut euch das mal an, ich glaube, da merkt man relativ schnell, was ich meine. In der Hip-Hop-Szene ist kodeinhaltiger Hustensirup seit Jahren als Partydroge weit verbreitet. Ursprünglich kommt der Brauch aus den USA, wo Lean als preiswertes und einfach herzustellendes Getränk bekannt ist. Mittlerweile hat die Mischung aus Hustensaft und Limonade aber auch in Europa an Popularität gewonnen. Der Hype ist so groß, dass die Partydroge in Songtexten von zahlreichen Rappern in Erscheinung tritt. So scheint Lean in den Musikvideos von Rapper Jizzes mittlerweile fester Bestandteil zu sein. Damit macht sich der Deutsche aber nicht nur Freunde. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Christopher Klaus, wie Jizzes bürgerlich heißt, für 18 Monate ins Gefängnis muss. Der 32-Jährige ist unter anderem wegen Drogen- und Waffenbesitz angeklagt. Ich will jetzt hier auf gar keinen Fall Jizzes oder Bones MC verteidigen, aber meine Interpretation dazu ist folgende. Hier gibt's ganz oft eine Darstellung des schmuddeligen, prekären Rappers. Partys, Drogen, Gewalt, Provokation der Gesellschaft, oft die Figur des Druffis, des Dealers und man traut ihnen Traurigkeit und sensible Gedanken nicht so wirklich zu. Und da kommen wir jetzt wieder zur Steuerung F. Tilidin-Reportage. Hier geht's nicht um Künstler, die mit Drogen ihr Bewusstsein erweitern wollen und es geht hier auch nicht um traurige Typen, die sich irgendwie Druff machen, um mit dem Alltag klarzukommen, sondern hier geht's um Rapper als schlechte Vorbilder. Und das meine ich jetzt weder gut oder schlecht und nicht wertend. Ich finde es absolut wichtig, die Auswirkungen von Drogen im Rap auf Jugend- und Popkultur zu untersuchen. Absolut richtig.
Ich will damit nur sagen, dass der 68er Drogenkonsum und der deutsche 2020 Drogenkonsum mit zweierlei Maß gemessen wird. Und was ich krass finde, wieso stellt sich denn keiner die Frage, warum seit ein paar Jahren im Deutschrap, im Rap allgemein, in der Popkultur immer mehr Schmerzmittel genommen werden? Wichtig ist mir, sich auf diese beiden stereotypischen Narrative jetzt hier festzunageln, ist weder differenziert noch zu Ende gedacht. Sowohl beim feinfühligen Rocker, der neue künstlerische Sphären vorstoßen möchte, wie beim Jogginghosen-Rapper, der Drogen an Kids verkauft. Das sind beides sehr extreme Beispiele und die mag es vielleicht geben, aber es gibt auch das komplette Gegenteil. Rockbands, die einfach nur ballern wollen und Rapper, die sich gegen Drogenmissbrauch stellen, wie zum Beispiel Danny Brown mit Ain't It Funny. Und ich sehe da inzwischen schon durchaus eine positive Veränderung. Viele Medienhäuser und JournalistInnen bedienen sich nicht mehr diesen krassen Klischees. Aber manche halt schon. Und da frage ich mich, woher kommen denn diese Klischees und warum halten sie sich immer noch so hartnäckig? Natürlich kann ich jetzt hier keine definitiven Antworten geben, aber ich möchte ein paar Erklärungsmuster hier wenigstens zur Diskussion stellen. Es könnte zum Beispiel daran liegen. Erster möglicher Punkt. Die Struktur der Redaktionen. Der durchschnittliche deutsche Journalist ist in den 50ern. Das zeigt eine Studie der DJFV von 2016 zum Alter. 62% der Respondenten waren männlich. Das Durchschnittsalter lag bei 50 Jahren mit einer Standardabweichung von 10 Jahren. Das heißt, der durchschnittliche, ja, gibt auch jüngere, gibt auch ältere, Journalist ist um den Dreh 1966 geboren, also voll mit 68 sozialisiert und Teenie in der Hochphase der Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ära. JournalistInnen, die mit der 68er-Bewegung sozialisiert wurden, haben hier Identifikationsfiguren und Idole gefunden. Und ich kann das irgendwie auch verstehen, dass man diese Idole, die eigene Jugend, diese Zeit romantisiert, glorifiziert und vielleicht manchmal auch entschuldigt. Zweiter möglicher Punkt. Die große Mehrheit deutscher JournalistInnen ist nicht nur männlich um die 50, sondern haben auch keine Migrationsgeschichte. Die Erfahrungswelten von Menschen mit Migrationsgeschichte sind der Mehrheit von deutschen JournalistInnen einfach, ich würde mal sagen, fremder, unbekannter. Sie haben vieles davon nicht erlebt und haben dadurch bestimmt weniger Anknüpfspunkte zu einem stark migrantisch geprägten Deutschrap-Kosmos als zum Beispiel mit den Beatles. 118 von 126 befragten ChefredakteurInnen der reichweitenstärksten Medien sind Deutsche ohne Migrationshintergrund. Besonders diskriminierte Gruppen sind hier überhaupt nicht vertreten. Kein Chefredakteur und keine Chefredakteurin, der oder die schwarz ist, aus einer muslimisch geprägten Familie oder einer der größten Einwanderergruppen, türkisch, polnisch, russischsprachig, stammt. Viele Befragte unterstellen, dass mangelndes Können bei JournalistInnen mit Migrationsgeschichte entscheidend sei, wenn es nicht klappt, und schließen eine eigene Verantwortung aus. Die seit langem bekannte soziologische Erkenntnis, dass EntscheiderInnen meist Menschen einstellen, die ihnen ähnlich sind, wird weitgehend ignoriert. Hier möchte ich hinzufügen, dass die neuen deutschen MedienmacherInnen diese Recherche selbstständig und ehrenamtlich durchgeführt haben. Die Recherche fand statt von Februar bis August 2019. Nochmal zu den möglichen Folgen. Der Künstler- und Schöpfermythos ist in Deutschland oft für Klassik und die sogenannte Hochkultur reserviert. Mit der 68er-Revolution änderte sich da was an vielen wichtigen Posten und davon profitierte Rockmusik und später auch Popmusik stark. Mit Hip-Hop hat es in Deutschland noch nicht stattgefunden. Auch in 2020 wird an vielen Orten Hip-Hop immer noch nicht als hochwertige Kunstform angesehen. Dadurch kann der Drogenkonsum auch nichts Sensibles oder Poetisches haben, sondern ist oft einfach nur kriminell. Hip-Hop beschreibt oft eine harte Realität. Es wird auf Missstände hingewiesen. Und meinem Gefühl nach werden RapperInnen zu oft hart dafür abgestraft, weil die Gesellschaft die abgehängte Jugend einfach nicht sehen möchte. Zum Ende möchte ich nochmal zu einer meiner Anfangsfragen kommen. Welche moralischen Ansprüche dürfen an Popkultur gestellt werden? Ich finde, Popkultur und ihre Akteure haben eine unfassbar große Verantwortung. Ob KünstlerInnen, Bands diese Verantwortung haben wollen oder nicht, ist in meinen Augen relativ irrelevant, denn durch diese gigantische Plattform und Aufmerksamkeit haben sie die einfach. Punkt. Beim Thema Drogenmissbrauch finde ich es zum Beispiel umso wichtiger, dass mit dieser Verantwortung gut umgegangen wird und man das einordnet. Sei es in Interviews, in Insta-Stories oder in Blogposts. Ich glaube, viele KünstlerInnen und Bands unterschätzen, was für einen gigantischen Impact sie auf ihre Fans und Follower haben.
Klar, viele wollten bestimmt nie ein Vorbild sein. Aber wenn man sieht, dass das eigene Handeln große Konsequenzen mit sich zieht, dann muss man in meinen Augen dafür gerade stehen. Wie es zum Beispiel Capital Bra gemacht hat. Capital Bra hat nach der Steuerung F-Doku sich zum Interview hingehockt mit einem Medium, was ihm ganz klar ja auch kritisch gegenüberstand, und hat Verantwortung übernommen. Das möchte ich mehr sehen. Ich möchte sehen, wie KünstlerInnen über ihren Schatten springen und Verantwortung übernehmen. Und auch wenn ich zu manchen Medienoutlets hier heute etwas kritisch war, wie zum Beispiel auch den Kollegen von Steuerung F gegenüber, fette Shoutouts an die, dass sie mit ihrer Spontanität und harten Arbeit dieses Interview möglich gemacht haben und dadurch eine ultra wichtige Debatte losgetreten haben. Eine Sache ist mir wichtig. Drogen sind schwierig. Drogen sind kompliziert und Drogen können sehr schnell zu sehr großen Problemen führen. Auch Alkohol, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Aber unter diesen ganzen Gesichtspunkten finde ich es total wichtig, dass wir moralische Ansprüche an Popkultur stellen. Aber diese harten moralischen Fragen dürfen nicht nur an Hip-Hop und Rap gestellt werden, sondern an alle. Hier wird diese Debatte oft an vielen Orten mit zweierlei Maß gemessen. Außerdem möchte ich hier kein Medienhaus, keine Zeitung, keine KollegIn irgendwie verurteilen, weil ich habe selber oft genug die gleichen Fehler gemacht. Ich habe mich an den gleichen Stereotypen bedient. Ich werde da versuchen, in Zukunft mehr drauf zu achten. Und ich wollte mit diesem Vortrag hier einen Gedankenanstoß liefern. Leute, lasst uns darüber reden. Vielen Dank fürs Zuhören.